Tai Chi Video. Hallo, hier ist der David und bei mir kannst du ganz einfach Tai Chi lernen, auch über Video. Der Begriff Video im heutigen Tai Chi ABC, wie bin ich darauf gekommen? Wir sind ja jetzt hier gerade in einem Video, also du guckst jetzt gerade hier dieses Video. So kann man sagen, ist das Video als Format, als Übungselement im Tai Chi Unterricht auf jeden Fall, zumindest mal für mich, für dich und für mich, für uns beide, für noch ein paar andere, wesentlicher Bestandteil oder zumindest mal, das ist schon angekommen in unserem Trainingsalter. Und wir wollen heute mal gucken, wie du Video für dein eigenes Training, egal ob es online oder offline ist, nutzen kannst. Wenn es darum geht, das als Entspannungsverfahren zu lernen oder einfach mal diese Bewegungen kennenzulernen, Stressabbau und so weiter. Ich denke, da funktioniert das schon sehr gut. Wenn du in Richtung Kampf gehst oder so, wird das sicherlich schwierig. Da hast du sehr schnell eine Grenze und da ist der direkte Unterricht mit einem Lehrer wichtiger. Ich habe das in anderen Videos auch schon öfter mal erwähnt, zum Beispiel Tai Chi Online. Schau dir das gerne mal an, da würde ich da noch mal tiefer drauf eingehen. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie kann denn ein Video dir bei deinem Tai Chi Training helfen? Wenn ich mal so zurückschaue in meine Tai Chi Geschichte, wie ich gelernt habe, da war immer auch eine Videokamera, also als es die dann gab, dabei. Ich hatte früher so eine relativ große Kamera, war halt ein schweres Teil schon. Und was wir da gemacht haben, ist nach Lehrgängen oder nach Seminaren haben wir uns da selbst mal gefilmt, um einfach die Sachen auch nochmal zu behalten. Und das wäre auch so ein bisschen der erste Punkt, dass du das als inneres Archiv nehmen kannst für dich, für das, was du schon gelernt hast, für die Formen, für die Bewegungen, für die Übungen, für die Prinzipien, was auch immer. Dass du dir jetzt einfach über Video nochmal selbst aufsprichst, dir mal Formen läufst oder so, einfach damit du darauf später zurückgreifen kannst. Dann kannst du es natürlich als didaktisches Mittel auch sehr gut nutzen. Also bei uns in den Offline-Kursen, auch schon vor Corona, war es so, dass die Leute immer mehr auch Videomaterial haben wollten als Unterstützung, um zu Hause zu üben, zwischen den Unterrichtsstunden und so. Und jetzt nach Corona ist das, glaube ich, sowieso ziemlich klar, dass das als Ergänzung zum klassischen Offline-Unterricht vielfach einfach dazugehört. Dann kannst du es natürlich auch nutzen, um dich selbst mal zu kontrollieren. Das heißt, du läufst eine Form, nimmst es auf und kannst dann selbst mal gucken, ob du selbst schon ein paar Punkte siehst, wo du was verbessern kannst, ob du wirklich eine aufrechte Haltung hast, ob das Tempo passt, ob du wirklich richtig verlagerst, ob da hier und da noch Ungleichgewichte sind. Und dann kannst du vielleicht dann auf Basis von diesem Video, was du so selbst siehst, deinen Lehrer fragen oder was ich manchmal in Einzelunterrichten dann auch mache, dass ich den Schüler aufnehme und mit ihm die Form durchgehe. Und dann kannst du es für dich nutzen, indem du deine eigene Entwicklung damit dokumentierst. Das heißt, du nimmst dir jetzt ein Video auf und dann in einem halben Jahr und dann in einem Jahr wieder und so weiter und kannst dann mal diese Videos vergleichen und siehst dann auch Unterschiede. Und das ist auch das Besondere bei Videos, wenn man jetzt zum Beispiel Lehrer sich anschaut, dass das nicht absolut ist, was man da so sieht, sondern dass das eine Momentaufnahme ist. Und ich kenne einige Lehrer, die jetzt eine Form laufen und in einem halben Jahr laufen die ganz anders, weil die in der Zeit für sich eben nochmal Sachen trainieren und vielleicht dann andere Sachen trainieren. Und das können so simple Sachen sein wie Tempo, dass er mal langsamer, mal schneller läuft oder Betonung bestimmter Prinzipien. Und was man natürlich auch machen kann, ist das, was du jetzt auch hier gerade machst, Videos nutzen als Impulsgeber, also für eigenes Training, für das theoretische Wissen, aber auch für die Praxis. Wie machen andere das? Was machen andere da? Da denke ich, sind Videos mittlerweile auch ein ganz guter Hinweis, ein ganz guter Weg, neue kreative Ideen zu bekommen. Für dich, denke ich, ist es wichtig, dass du neben dem Schauen der Videos immer noch mal darauf achtest, dass du auch in die Praxis kommst und umsetzt. Deswegen schalten wir hier gleich das Video aus und wie Peter Lustig dann auch immer sagte, wirklich abschalten und dann selbst noch mal ein bisschen Tai Chi machen, noch mal ein bisschen in die Form gehen, vielleicht sogar das Handy hinstellen und sich gerade filmen, gerade einen Tipp hier aus dem Video mitnehmen und dann auf jeden Fall in die Praxis kommen. Ich wünsche dir dabei viel Spaß mit diesem Video, mit anderen Videos, mit deiner Praxis. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.